Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Ein zerstörter Augenbot. Augenbot Upgrade Schaltkreisplatine. Wir haben bei diesem kaputten Augenbot ein Modul zum Upgraden von ID gefunden. Durch die Installation dieses Moduls erreichen Sie den ersten Rang des Extras Kumpan E. ID kann dann die aktuell ausgerüstete Waffe einmal am Tag reparieren. Aha. Und die werden übertragen. Das ja. Äußerst praktisch. Ich bin am Schwitzen. Wie warm ist das denn in dieser Wohnung? Über 30 Grad gerade. Ja, holla. Also wieder diese Zeiten, wo du nicht Let's Playen kannst. Es ist irgendwie 12 Uhr mittags, es dürfte noch gar nicht so warm sein. Man ist trotzdem am Totschwitzen. Es ist schrecklich, es ist einfach nur schrecklich. So, und wo will ich jetzt genau hin? Ich muss den richtigen Weg finden. Das sieht doch gut aus. Sind aber anscheinend auch schon mal Leute so weit gekommen. Die wissen, dass wir kommen werden. Das ist dein Signal. Schwach, aber vorhanden. Wie die RNK. Ey. Eine blutleere Stimme ohne Kraft. Habe gehört, du warst in der Mojave. Hast den zweiköpfigen Bären gestärkt. Mit Schwächlingen wie Kimball und Crocker. Nur halb so stark wie Hamlin. Gut, dann wollen wir deine Kraft, deine Überzeugung mal auf die Probe stellen, Kurier. Du scheinst die RNK ja wirklich zu hassen, was in der Mojave ja nichts Neues ist. Nein, ganz und gar nichts Neues. Auch nicht bei denen im Schatten des Bären. Du kennst ihre Flagge, ein Bär mit zwei Köpfen. Ein Symbol aus der alten Welt. Hatte damals nur einen Kopf und war damit besser dran. Ihre Flagge zeigt ihr Wesen. Sie sind geteilt wie dieses zweiköpfige Tier, versuchen in verschiedene Richtungen zu gehen und kommen so nirgends an. In der Mojave bekommt man so nur Sand zwischen die Finger. Oder aufs Grab. Vielleicht sagst du mir besser mal, wer du bist und was du willst. Ich bin ein Kurier. Kurier 6. Ich war Kurier 6, wie du. Und doch nicht wie du in jeder Weise, in der es darauf ankommt. Habe zu viele Jahre damit verbracht, nach dir zu suchen. Jetzt lasse ich dich zu mir kommen. Dachte, dieser Chip würde dich fertig machen. Aber nein, du lebst, bist schwer zu töten. Stürme, Kugeln, Sand und Wind. Und noch immer lebst du. Du bist also der Absender der Funknachricht, Ulysses. Das ist nicht mein wirklicher Name, aber nah dran. Hab ihn in einem Geschichtsbuch gefunden. Ist ein Name aus der alten Welt. Ulysses lebte vor langer Zeit. Lange bevor die alte Welt sich selbst in Brand setzte. Er hinterließ Spuren, ohne ein Mythos zu sein. Musste zu einer Zeit kämpfen, als seine Welt zwei Flaggen trug und er sie zu einer machen musste. Ulysses, kein Mythos, du verehrst die Geschichte und keine Geschichten. Du hast Ulysses wegen der zwei Flaggen ausgewählt und was ist mit dem Krieg in der Mojave zu tun? Du wolltest reden, oder? Hättest du mich töten wollen, hättest du gewartet, bis ich zum Schiff komme. Ja, das ist am besten. Nein. Nein, kann ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass du mich töten kannst. Wenn doch, würdest du dafür bezahlen. Wie ich. Das Land kann für dich das Töten übernehmen. Das hast du mir beigebracht. Töten ist was Persönliches, wie Schwüre und Versprechen. Letzteres ist für mich wichtiger als Ersteres. Moment, du hast geschworen, mich nicht zu töten? Warum? Was für eine Welt wäre das, wenn ein Kurier einen anderen Kurier töten würde.
Du hast einen langen Weg vor dir. Spare dir deinen Atem für die Straße. Und verschwende ihn nicht für Worte. Ah, wir können doch alle Optionen machen. Oder das ist kein Mythos. Du feierst die Geschichte und keine Geschichten. Geschichte, ja. Ulysses beschritt einen schweren Weg. Ein General wie Caesar und Oliver. Er war stur wie ein Brahmin. Das gab ihm auf dem Schlachtfeld Kraft. Er führte seine Seite zum Sieg, verwandelte zwei Flaggen in eine. Erst dann verlor er. Als das Kämpfen vorüber war, packte die Krankheit ihn. Wenn man der Geschichte glauben kann, gibt es hier etwas zu lernen und zu beachten. Du hast Ulysses wegen der zwei Flaggen ausgewählt. Hat das was mit den Kriegen in der Imokawe zu tun? Krieg, so könnte man's nennen. Unseren Anteil daran. Ulysses war nicht für die Flagge gemacht, der er folgte. Er war nicht für den Frieden gemacht. Das ist die Lehre daraus. Wenn du einem Symbol bis zum Ende folgst, fragst du dich, was das bedeutet. Wichtiger noch, frag dich, was nach dem Ende passiert. Vergiss deinen Namen, zurück an die Arbeit, die du abgelehnt hast. In Ordnung, Kurier. Wenn dir das Warum so wichtig ist. Du solltest den Chip ausliefern? Ich? Nein. Nie. Das ist deine Aufgabe. Hat dich verlangsamt, bis dich der Tod einholen konnte. Aber du hast überlebt. In diesem Paket war der Tod. Der Chip ist wichtig für die Geister der alten Welt. Aber du bist viel gefährlicher, als der Chip je sein konnte. Vielleicht hast du diesen kleinen Teil der alten Welt darum gefunden. Er hat mit dir gesprochen und gewartet, dass du mit ihm etwas anderes erwächst. Du hast dich also geweigert, den Chip abzuliefern. Weshalb? Damit ich sterbe? Uns allen folgt der Tod. Es fragt sich nur, wann. Du bist ihm ausgewichen. Für den Moment. Dafür hast du wirklich Talent. Dieser Chip, der dich verlangsamt. Eine Last, die dafür sorgt, dass sich der Tod schneller bewegt, ohne dass ich den Abzug drücke. Wenn du mich umbringen wolltest, warum hast du dann gewartet? Ich musste Versprechen einhalten, gegenüber anderen. Und die Mojave ist gefährlich genug. Wenn man nichts unternimmt, macht das Land, was es will. Wollte ich dich umbringen, wären wir uns schon früher begegnet. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich so endet. Vielleicht muss die Geschichte zu Wort kommen. Andernfalls reichen auch Nachrichten. Wie stellst du es an, durch Edi zu sprechen? Der Roboter bei dir. Das sind alles Maschinen, Radios, Technik der alten Welt. Von neuen Händen neu geformt. Historiker, Kuriere mit Nachrichten. Habe sie in der Kluft gesehen, als sie sich um andere Maschinen kümmerten. Der da war im Hopewell-Silo gefangen. Ein Zeichen, dass Amerika aufwacht. Er wird dir folgen, dir gehorchen. Nimm ihn mit, bis wir uns gegenüberstehen. Dann muss er meine Worte nicht mehr transportieren. Was ist das für ein Ort? Die Kluft. Dieser Ort ist ein Teil davon. Alt, militärisch. Man kann noch den Stolz riechen. Und die Angst. Hoffnung der alten Welt. Umzäumt und mitten im Sturm. Gibt jetzt neue Bewohner außer Geister. In letzter Zeit. Rekruten. Der Bereich sieht so aus, als hätte es Erdbeben gegeben oder unterirdische Sprengungen. Amerika schläft in der Kluft. Riesen unter der Erde. Du hast einen in dem Silo unter dir gesehen. Es gibt noch mehr. Es sind nur ein paar von ihnen da unten notwendig, um die Erde aufzureißen. Und Staub, Sand, Asche in den Himmel zu schleudern. Du wirst das Ausmaß. Die vielen Meilen früh genug sehen. Du musst sie sehen und zu Fuß zurücklegen. Beobachte vorerst die Straße. In der Kluft gibt es noch Leben. Bedrohungen durch neue Bewohner, nicht durch Stürme und Wind. Wieso sprichst du von Bewohnern? Es sieht nicht so aus, als gäbe es da unten Leben. Die neuen Bewohner,
Die meisten keine Einheimischen, kamen mit Pflichten, Absichten, bereit, sich gegenseitig zu töten. Die Kluft war stärker. Auch sie wurden gezeichnet, nicht vom Bären oder Bullen. Die Strahlung hat sie gezeichnet und sie im Auge der Geschichte gleichgemacht. So schlimm diese Stürme sind, diese Schatten der Legion, der RNK, doch nur Silhouetten der bevorstehenden Ereignisse. RNK? Die Leichen im Silo, das waren RNK-Soldaten? Irgendwelche Sondereinsatzkräfte? Vielleicht waren sie das, damals. Sie kamen in die Kluft. Und in der Kluft bleiben sie. Wenn du ihre Leichen gesehen hast, hast du Gnade gesehen. Haben bekommen, was sie verdienten, weil sie in die Kluft gekommen sind. Der Bär und der Bulle, RNK, Legion, kamen in Wellen vorher und danach. In die unsichtbaren Feuer, der Wind, Boden, unter ihnen eingebrochen. Einst unter verschiedenen Flaggen, heute gleich in ihrem Hass auf ungebetene Gäste, auf dich und mich. Ich habe noch nie so verstümmelte Leichen gesehen. Sogar als die Feuer sie von innen verbrannten, zerrissen die Winde der Kluft ihre Haut und überließen sie dem Himmel, schreiend. Und so wie die Kluft an ihnen zerrt, zerren sie aneinander. Zum Spaß. Wie eine Art Stammesritual. Vielleicht wie in ihrer Vergangenheit. Egal was sie erleiden, die Strahlung, das Feuer der Kluft, ertragen sie. Macht sie stärker. Vielleicht hält sie die Strahlung in der tödlichen Gegend am Leben. Hier würden sogar Ghule sterben. Du sprichst die Wahrheit. Und soweit ich ihre Taktik, Bewegungen und Erholung gesehen habe, diese Wunden, anders könnten sie nicht leben. Die Winde der Kluft haben vielen von ihnen die Haut vom Körper gerissen. Vielleicht werden sie nur noch von der Strahlung am Leben gehalten. Bleib in der Nähe der Silos. Sprengköpfe. Die Strahlung kann nicht aufgehoben werden. Sie sind da schwer zu töten. Musst sie rauslocken. Schluss mit dem Gerede. Du hast mich mit viel Aufwand hier angelockt. Machen wir also weiter. Amerika schläft vor dir. Mit Albträumen voller Erdbeben und Stürmen. Du musst deinen eigenen Weg finden. Das heißt, dass Amerikas Speere aus dem Schlaf geholt werden. Sprengköpfe haben den Zusammenbruch verursacht und könnten die Tore wieder öffnen. Du bist erfinderisch. Diese Maschine, der Roboter bei dir, kann dir helfen, die Sprengköpfe zu finden. Und ihren Trigger, den Zünder. Der Weg dahin ist unten. Die Werkzeuge liegen bereit. Der Rest ist deine Sache. Wenn wir denselben Weg wählen, will ich die Vergangenheit kennen, bevor ich in die Zukunft gehe. Wer bist du, der du deine eigene Geschichte nicht kennst? Du bist den ganzen Weg gekommen, um Antworten zu erhalten. Ich habe nur Geld, sonst nichts. Kannst dich jederzeit wieder umdrehen und gehen. Wenn dich Geschichte interessiert, musst du sie dir verdienen. Alle meine Protokolle habe ich in der Kluft weggeworfen. Für dich sind sie verloren. Und jetzt finde den Trigger für die Sprengköpfe, die in Hopeville vergraben sind. Setze ihn ein, um weiterzumachen und am Leben zu bleiben. Gut, ich werde den Trigger finden und dann werde ich dich finden. Die Kluft wird dir alles entgegenschicken. Du könntest daran zerbrechen. Mal sehen, ob du stärker bist. Ab hier wird's schwieriger. Kurier, ich habe Markierungen für dich hinterlassen. Die Farben zeigen dir den Weg, wenn du schlau bist. Sie werden dich wieder nach Hause und zum Ende führen. Und dich vielleicht daran erinnern, warum du umherwanderst. Die Farben also. Der Auftrag. Das wird ja Spaß. Ach, von links nach rechts. Ach so, hä? Okay, das geht ja okay. Was haben wir da? Hopeville-Raketenbasis.
ganz am Anfang. Lagerdeck zeichnen. Also hier ist die Hauptstadt anscheinend, wie das aussieht. Skrenes, zerstörte Highway-Kreuzung. Aha, die Kuriermeile. Lustes Tempel. Huch, jetzt hat man den Stuhl aber mal stark gehört gerade. Hier ist anscheinend die Hauptstadt. Da hinter dem Berg ist Lustes Tempel und da hinten ist nichts mehr so Interessantes. Wir haben noch 5 Minuten zum Aufnehmen. Mal gucken, wie gefährlich das hier ist. Irgendwie kommt mir das noch nicht so gefährlich vor wie Sierra Madre. Oder BGMT. BGMT war einfach nur wegen der Gegner, die waren halt extrem stark. Und hier kommt mir das vor, wäre es menschlich. Lobotomiten waren zwar menschlich, aber diese Roboter waren halt kacke. Man hört einen Rauchmelder. Ach du Scheiße. Wie viel Right Away habe ich? 65. Das wird nämlich, glaube ich, stark benötigt werden im Laufe der Zeit. Was ist denn jetzt gewesen? Ja. Da sind die ersten Gegner. Ist eine Werkbank. Stimpex! 9. Wow. Ich hätte jetzt mehr erhofft. Werkzeuge. Nagelgewehr. Und vor allem wird das, glaube ich, auch dadurch einfach halt, weil wir halt den ständigen Zugang nach draußen und wieder rein haben. Aha. Scheiße. Das kam mir schon ein bisschen zu weit vor. Also doch vielleicht weiter? Aha. Was haben wir denn da? Hier noch auf Wolven, die Nuka-Cola Fox Geld. Naja, das war es jetzt nicht wert. Hier will ich aber wirklich endgültig alle Punkte erkunden. In Big MT habe ich das ja jetzt nicht mehr gemacht, weil Let's Play ging ja eh nicht. Dadurch, dass das ja ständig abgestürzt ist, während der Aufnahmen. Ohne Aufnahmen ging es problemlos. Das heißt also, die sind nicht so freundlich. Das sind alles Spiele. Wow. Aber gut, das sind ja so ein bisschen menschenähnlich. Da habe ich halt die Hoffnung, dass das, ganz schlecht. Oh, fuck. So. Mal gucken, wie viel Schaden die... Idi, was ist denn mit dir los? Oh, ja, meine ich doch, wo die des Speers habe ich. Aha. Hier kann ich ja getrennt reparieren. Junge. Aber das ist, das geht. Aber das sind jetzt echt nicht so die Übergegner. Vor allem dadurch, dass wir jetzt schon einen Begleiter haben, finde ich das immer super. Ein Tristahl-Lasergewehr, das ist auch gut. Idee! Ach, da bist du. Ein Versorgungsterminal. Ich habe noch nicht herausgefunden, was die bringen. Hallo? Idi?
So habe ich eigentlich das Gefühl, dass sie jeden Moment in diesen Räumen Bomben hochgehen können. Aktenschrank. Zerstörte Augenbot. Der Erstellung einer kleinen Energiezelle oder einer Bus-Mikrofusionszelle pro Tag. Naja. Das ist jetzt aber eher so, naja. Dann was bringen diese Dinger jetzt? Heißt das, dass ich irgendwie dann jetzt diesen Autolock oder so nutzen kann? Heißt es wahrscheinlich. Was geil ist, und dadurch wird das noch einfacher. Bis zur nächsten Folge und tschüss.